Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Unboxing-Video. Also die Boxen, die kommen immer so Schlag auf Schlag alle zusammen bei mir, sodass ich die Videos relativ schnell hintereinander hochladen werde. Also wahrscheinlich habt ihr gestern schon eins gesehen und ihr werdet heute wieder eins von mir sehen. Dafür wird es dann nächste Woche wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger. Bei mir ist die Glossybox angekommen. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, das Päckchen ist sehr, sehr leicht. Ich weiß, dass Glossybox Geburtstag feiert und das ist eine Geburtstagsedition. Glossybox wird 9 Jahre alt. Und ich weiß, ich habe damals 2011, als Glossybox rauskam, auch die Glossybox im Abo gehabt. Ich habe die, glaube ich, damals 2 Jahre bekommen ungefähr und habe die dann deabonniert. Also irgendwie hat mir das dann damals nicht mehr so richtig zugesagt. Und ja, dann hatte ich mir das irgendwann wieder ins Abo genommen und seitdem habe ich die dann auch. Also ich bin schon relativ lang eigentlich bei Glossybox dabei und ich weiß noch, die ersten Boxen, die waren richtig cool. Und ich weiß noch, dass das so ein Erlebnis jeden Monat war, diese Box auszupacken. Schade, dass ich die Boxen nicht mehr habe. Ich habe, glaube ich, die erste Box von Glossybox überhaupt auch bekommen gehabt. Das wäre natürlich jetzt cool gewesen, dass ich euch die hätte mal zeigen können. Jedenfalls packen wir jetzt zusammen diese Box aus und ich bin sehr, sehr gespannt. Also es gab ja schon ein paar Sneak Peek Produkte, die konnte ich schon sehen. Von dem Rest, was hier drin ist, weiß ich jetzt nichts. Also ich habe mir noch kein anderes Unboxing angeschaut. Von daher bin ich richtig gespannt und ich freue mich jetzt mit euch zusammen, die Box auszupacken. Und das ist sie, die Glossybox. Sie sieht wirklich richtig toll aus. Also mir gefällt das sehr gut. Das Pink und das Schwarz-Weiß, das passt einfach perfekt zusammen. Das Design ist ganz toll ausgewählt. Also mir gefällt es sehr. Spricht mich wirklich an. Die Box kann man weiterverwenden. Das kann man nochmal verschenken oder so. Die ist unten auch pink und ja, hat dann halt hier dieses Schleifchen draufgeklebt. Das finde ich diesen Monat sehr passend. Auch zum Geburtstag ist wirklich goldig gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diese Edition jetzt in den Händen halte. Ich zahle monatlich für die Box 15 Euro im flexiblen Abo. Es gibt aber auch, glaube ich, mittlerweile im flexiblen Abo die Variante, dass man dann halt 12,50 Euro im Monat bezahlt, wenn man so ein Jahresabo oder ein Flex-Abo auch abschließt. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt da unten mal in der Infobox reingucken bei Glossybox auf der Seite. Da gibt es nämlich auch immer mal so ein Angebot fürs ganze Jahr, glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall flexibel, dass ich es jederzeit kündigen kann. Werde ich mal gucken. Ich ändere das vielleicht auch nochmal irgendwie ab. Falls ihr einen Rabattcode braucht, unten in der Infobox findet ihr meinen Freundeslink. Da könnt ihr gerne drüber einkaufen. Damit würdet ihr mich auch unterstützen. Da gibt es nämlich Glossy Points für mich und für euch gibt es einen Rabatt auf eure erste Glossybox. Das ist der erste Blick in diese Box und wir haben hier das Glossy Magazin, die Birthday Edition und ich finde das Magazin eigentlich immer sehr cool und hilfreich, weil hier halt die Produkte drin stehen, was die kosten, für was die gut sind. Also die Heftchen finde ich richtig gut und ich feiere die, dass die da drin sind. Wenn wir das Heftchen weggenommen haben, habe ich hier eine kleine Leseprobe drin von Simona Arnstedt. Nur noch ein bisschen Glück, so ein kleiner Roman zum Lesen. Also das hat man auch öfters in den Boxen mit bei. Und das ist der Blick auf die Box, die noch verschlossen ist. Also hier ist jetzt diesmal kein Schleifchen drum. Wir haben ja ein riesengroßes Schleifchen hier drauf. Genau, das fehlt jetzt. Also die Box ist richtig, richtig leicht. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Das ist mein erster Blick in die Box und ich sehe schon, also richtig coole Sachen. Ich bin gespannt. Also wir fangen mal mit dem ersten Produkt an und das war auch ein Sneak Peek Produkt. Da habe ich einmal hier von Ciate London was. Extraordinary Translucent Powder. Also das ist so ein loses Puder fürs Gesicht zum Setten. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe von Ciate London, glaube ich, nur einen Nagellack und den finde ich richtig toll. So sieht einmal die Verpackung aus. Die finde ich auch sehr schön. Ciate London hat ja immer diese Sternchen als Wiedererkennungswert drauf. Und hier habe ich das Puder rausgeholt. Also das ist so eine richtig schöne kleine Dose. Hier sind 7 Gramm drin und das hat halt hier oben auch nochmal das Schleifchen mit drauf. Finde ich sehr schön von der Verpackung. Das spricht mich auf jeden Fall an. Hier haben wir dann das Puder. Also das ist richtig schön. Ich muss euch das von Namen zeigen. Hier ist nochmal so ein Schleifchen drin, also dieses typische Ciate London Schleifchen. Und hier kommt dann das Puder raus. Also das Puder, das riecht auf jeden Fall neutral. Ich will mir mal ein bisschen was in die Hände geben. Das ist sehr fein gemahlen, also das gefällt mir schon mal gut. Ich glaube, das kann ich auch gut verwenden. Das ist halt so ein transparentes, also so ein ganz normales. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich ganz, ganz fein und das mag ich an Puder sehr.
Dafür werde ich auf jeden Fall Verwendung finden. Ich bin zwar nicht so der lose Puder-Fan, ich mag eher diese gepressten Puder, aber damit kann ich das dann mal ausprobieren und ich freue mich auf jeden Fall. Also ein tolles Produkt und das kostet 16 Euro normalerweise. Das ist auch ein Originalprodukt und ja, somit bin ich glücklich. Das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist von Neutrogena und das hat mich sofort angelacht, weil das halt in so einer silberschimmernden Verpackung kommt. Das ist Cellular Boost, eine Hydrogel-Augenmaske für sichtbar glattere, erfrischte Augenpartien mit Vitamin C und Adenosin. Für alle Hauttypen geeignet und augenärztlich getestet. Also das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich will gerade mal schauen. Also genau, man hätte eine Hydrogel-Tuchmaske haben können oder diese Augenmaske. Das gab es zur Auswahl und die kostet 2,99 Euro. Ja, die ist von Neutrogena, die ist ganz neu. Ich habe die noch nie gesehen. Hier steht auch drauf neu. Und genau deshalb habe ich die Boxen im Abo, dass ich halt auch mal neue Sachen ausprobieren kann. Und das finde ich richtig toll. Also da freue ich mich sehr drüber. Die sieht so aus. Als nächstes ein Produkt von Glossybox. Und das ist ja diesen Monat das Highlight bei Glossybox. Glossybox hat eine Pflegeserie rausgebracht, also eine Skincare. Das ist jetzt hier eine Eye Boost Cream. Muss ich mal genau gucken. Also hier steht jetzt erstmal alles in Englisch drauf, aber ich nehme mir jetzt einfach mal das Heftchen. Also ich habe mir jetzt das Heftchen dazu genommen und zwar ist es eine Augenboostercreme, eines der gefragtesten Produkte unter Glossybox-Abonnenten war eine Augencreme. Wir haben alle ab und an mit Augenringen und geschwollenen Augen zu tun. Genau dafür haben wir das ultimative Produkt entwickelt. Mit einer luxuriösen Mischung aus Holunder, Augentrost und Rotalgenextrakt hilft diese Creme Augenringe sowie dunkle Stellen zu reduzieren und wischt Müdigkeitsanzeichen einfach weg für strahlende Augenblicke. Das hört sich richtig toll an. Der Originalpreis wäre 23 Euro und der Abonnentenpreis wäre 18 Euro. Also das ist eine Augencreme. Hier gibt es wirklich so, so viel neu. Also ich habe schon gesehen, es sind einige Videos hochgeladen worden mit dieser Skincare. Ist das auch nochmal alles abgebildet. Es gibt eine reinigende Creme, eine Feuchtigkeitspflege, einen Reinigungsschaum, Nachtserum, Aktivkohle-Cleanser, Tonerde-Peeling mit Zellen, Reinigungsgel, Hydrating Mist und eine Feuchtigkeitspflege 3 in 1. So richtig viele Produkte, ich glaube 10 Stück sind es an der Anzahl. Allerdings ist mir eben aufgefallen, der Preis ist ganz schön hoch. Also ich finde die Sachen schon sehr, sehr teuer dafür, dass es eine neue Marke ist. Also Glossybox macht ja normalerweise nur Boxen. Die haben ja vorher noch keine eigenen Produkte rausgebracht. Also es ist eine neue Marke und ich zum Beispiel, ich bin da ein bisschen vorsichtig, also gerade was so Gesichtspflege und sowas betrifft. Ich werde nach und nach mal schauen, dass ich mir das mal kaufe oder man hat es vielleicht mal in der Box drin, dann werde ich es auf jeden Fall testen. Aber jetzt, dass ich mir das alles kaufen muss, das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Also gerade hier der Schaum, der kostet auch 15 Euro, so ein Reinigungsschaum, das finde ich schon ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, ich will nicht meckern. Ich freue mich, dass ich diese Augencreme hier drin habe und die werde ich ganz bestimmt austesten. Wir gucken uns die jetzt mal genauer an. Wenn man das halt hier rausholt, dann hat man nochmal so einen Beipackzettel mit drin und das finde ich gar nicht schlecht. Also hier steht das auch nochmal alles in Deutsch drin, wie man das anwendet. Morgens und abends 3 Tropfen unterhalb der Augen auftragen, das Produkt sanft unter dem Auge und hinauf zu den Schläfen einklopfen. Also das klopft man ein, wie man das ja von Augencreme kennt und das ist die Tube. Also das sieht voll süß aus und ich finde die Farbe schön. Das ist dieses typische Glossybox Rosa, gefällt mir sehr gut. So sieht das aus. Was ich auch noch dazu sagen möchte, also falls es jemand interessiert, die Marke von Glossybox, also die Skincare, die ist vegan und die ist tierversuchsfrei, was ich sehr gut finde. Also das ist ja richtig wichtig heutzutage. Die Produkte machen so vom Packaging einen richtig hochwertigen Eindruck. Jetzt will ich gerade mal die Creme testen. Also die Creme, seht ihr, die ist so milchig, weiß und die fühlt sich richtig reichhaltig an. Also die fühlt sich schon gut an auf der Haut, muss ich sagen. Vom Geruch her ist die neutral, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die riecht vielleicht ein bisschen nach Creme oder so, aber die zieht richtig schnell ein. Also das ist wirklich sofort weg und eingezogen. Ich bin sehr gespannt, wie das auf den Augen performt und wie das nach längerem Benutzen auf jeden Fall aussieht. Bin sehr gespannt. Also das werde ich auf jeden Fall heute Abend schon anfangen und ja, freue mich sehr, dass ich eins dieser Produkte hier drin habe. Das nächste Produkt,
Das ist ein Coffee Scrub und zwar von Minetan Body Skin. Das ist ein Scrub mit Kaffeepulver drin. Ich habe hier auch gerade das Heftchen vor mir. Das ist ein Ganzkörper-Koffeinkick und soll in der Dusche in kreisenden Bewegungen im gesamten Körper aufgetragen werden. So steht es hier drin. Und das Produkt, das sind 30 Gramm und soll 6 Euro kosten. Das ist natürlich ein Wucherpreis. Ich will ja heute hier nicht über die Preise als meckern, aber ich finde das schon teuer. Also da ist halt nicht viel drin. Ich denke mal, dass man das einmal benutzen kann, zweimal oder dreimal, vielleicht höchstens. Also bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe das schon öfters gesehen. Das war ja schon ab und zu mal in anderen Boxen drin. Ich selber habe es allerdings noch nie gehabt. Deshalb freue ich mich, dass ich es austesten kann. Und ja, genau, einmal ein Coffee Scrub. Das letzte Produkt aus meiner Closy Box ist ein Everlasting Lipstick von Kat Von D. Also, das habe ich in der Sneak Peek schon vorher gesehen, dass das richtig krasse Farben sind, die hier drin sind. Und ich habe schon gerade geguckt. Also, ich glaube, ich habe so ein zartes Rosa. Ich habe das Dunkelbraun nicht bekommen. Das Dunkelbraun hätte mir sehr gut gefallen. Also, da hätte ich mich richtig drüber gefreut. Das Lila und das Pink gefällt mir nicht. Also, ich kann es euch mal zeigen. Hier sind die alle abgebildet und man sieht schon die krassen Farben. Ja, das ist eine richtig gute Marke und Originalprodukt kostet 19,50 €. Ich bin richtig gespannt. Das ist einmal meine Farbe, die ich habe und ich glaube, die könnte sehr gut zu mir passen. Es passt auf jeden Fall zu meinem Hintergrund, sehe ich gerade in der Kamera. Das ist eine richtig coole Farbe. Die Verpackung sieht mega schön aus, gefällt mir sehr gut. Ich muss euch das mal zeigen. So sieht das aus. Okay, also ich glaube, wir müssen das mal ausprobieren. Ich mache das jetzt einfach mal von meinen Lippen ab und ich werde jetzt einfach mal den Lipstick hier aufgeben, weil dann kann man das besser sehen, ob das passt oder nicht. So, den tragen wir uns jetzt mal gemeinsam auf. Also das ist so ein ganz normaler Liquid Lipstick und das hier ist so ein grau-lila, würde ich sagen. Okay, Leute, also das ist eine krasse Farbe. Das sieht schon heftig aus. Also ich glaube, das ist nicht alltagstauglich. Was meint ihr? Das ist schon heftig. Zu meinen dunklen Haaren passt das eigentlich ganz gut, aber Was meint ihr? Also könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint zu diesem Lipstick. Ich finde den vom Auftrag und so richtig gut und auch jetzt so von dem Gefühl auf den Lippen. Aber die Farbe, die ist krass. Also ich habe mir die anders da vorgestellt. Es gibt richtig coole Farben hier und das ist eins der hellsten. Ich erwarte Kommentare von euch, was ihr dazu sagt. Gut, Leute, also ihr habt es gesehen, ihr seht, der Lippenstift ist drauf, also der sieht schon heftig aus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass hier so ein Produkt drin ist. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wann ich den tragen soll. Das war's gewesen. Ich habe die Closet Box ausgepackt und ich habe hier einen Gesamtwert von 67 € knapp ausgerechnet. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also ihr seht, vom Preis her lohnt sich eine Closet Box auf jeden Fall. Ob man die Produkte dann immer gebrauchen kann, ist eine andere Sache. Ich verwende die Produkte immer, weil ich finde das cool, mal neue Sachen auszuprobieren. Vor allen Dingen interessiert mich jetzt diese neue Closet Box Skincare Serie. Finde ich richtig spannend und da bin ich sehr gespannt, das auszutesten. Ich habe jetzt nochmal hier in das Heftchen reingeguckt. Also man hätte richtig viele Sachen noch haben können zur Auswahl. Hier gab es einmal ein Trockenshampoo von Wella, das hätte man drin haben können. Das ist übrigens sehr gut. Das war in der Glossy Bag drin gewesen und das gefällt mir sehr. Dann hätte man haben können, also das ist alles ein bisschen von Wonder2, ein Prime and Behold, also so ein Lidschattenprimer hätte man drin haben können. Dann von Bang Beauty Feld einen Eyeliner, ein Precise Eyeliner und dann von Bare Minerals eine Original Foundation. Das wäre natürlich auch cool gewesen, so eine Bare Minerals Foundation. Habe ich noch nie getestet, würde ich aber gern mal. Und zum Schluss hätte man drin haben können eine Vaseline für die Lippen. Gott sei Dank hatte ich das nicht drin. Ich habe so viele Lippenprodukte. Und ein Bilou-Cremeschaum Cotton Candy. Da hätte ich mich auch drüber gefreut. Ich mag Bilou-Produkte. Und jetzt sehen wir schon hier hinten die September-Ausgabe, was es im September sein wird. Und zwar bekommen wir da eine Glossy Spa Edition. Da freue ich mich besonders drauf. Und wenn ich an Glossy Spa denke, dann denke ich an Rituals. Also ich vermute mal jetzt was von Rituals nächsten Monat drin.
Wir werden es sehen, also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das war auf jeden Fall mein Unboxing der Closy Box August und mir hat sie sehr gut gefallen. Also ich kann die Produkte alle gut gebrauchen und werde die auch verwenden. Bis auf den Lippenstift, da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Der sieht wirklich extrem aus. Könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ansonsten hat die Box mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin sehr zufrieden und freue mich über die Produkte. Ihr könnt mir auch gerne mal unten reinschreiben, was ihr in eurer Box hattet, wie da so der Inhalt aussah und ob ihr zufrieden seid. Das interessiert mich auf jeden Fall und nutzt gerne meinen Rabattcode unten in der Infobox. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten rein. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich freue mich auf jeden Fall. Ihr dürft auch meinen Kanal abonnieren. Das ist komplett kostenfrei. Es kommen jede Woche neue Videos für euch. Die Closy Box packe ich auch jeden Monat aus und genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Nicole. Tschüss.